Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Wie oft hat er das schon gesungen? Jetzt ist er wirklich einer. Hier ist Harpe Kerkeling. Ja. Ist das ein neues Testbild oder was ist das? Nee. Ich wollte eigentlich heute Abend erst Roland Kaiser machen, da ist die Jacke noch übrig geblieben, aber ich mache ja was anderes. Bist du ins neue Jahr gegangen mit einem guten Vorsatz? Ich habe seit 28 Jahren immer denselben Vorsatz, der heißt abnehmen. Und ich habe aber in den letzten 28 Jahren 92 Kilo zugenommen, also so ganz hat es nicht geklappt. Die sind gut, ne? Ja, das ist so gut. Hat die vorher, ja. Was war für dich das Schönste in 93? Das Schönste in 93 war, dass meine Oma 89 geworden ist. Wieso das doch? Ja. Und was erhoffst du dich von 94? Da wird die Oma 90. Ah. Wie heißt Oma? Bertha. Bertha. Guckt sie jetzt? Die guckt jetzt, Oma guckt jetzt. Ja, Oma guckt wieder. Schämt sich jetzt schon für das, was ich gleich tue. Naja. Aber du machst eine total neue Show. Wann kommt die? Die läuft ab dem 14. Januar auf diesem Kanal, wird heißen Cheese. Ab dem 14. Januar Cheese heißt die Sendung bei RTL. Cheese heißt die Sendung ab dem 14. Januar Cheese bei RTL. Hier. Eine lustige. Die eine Dame fragt die ganze Zeit, wer ist denn der dicke Mann mit dem Sakko da vorne? Ach, sorry. Was ist in deiner Show drin so? Publikum haben wir. Und Dekoration, lustige Überraschungen und heute eine Fernsehsendung. Ja, aber ich bin ein Riesenfan von dir. Danke, du bist, gleichfalls. Nein, nein, du bist das große Fernsehtalent in den 90er Jahren und ich... Es bedauert, dass du lange Pause gemacht hast. Ich weiß, warum du Pause gemacht hast. Ich wollte mal einen Spielfilm machen. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass du jetzt wieder da bist. Und ich werde jede Sendung angucken. Auf welchem Sender kommt ihr? Wann RTL, ab dem 14. Januar. Die Sendung heißt Cheese. Ja. Ich will das jetzt nicht mehr sagen. Wen möchtest du imitieren? Ja, Rudi, von möchten kann hier nicht die Rede sein. Weil ich wollte erst Billy Idol machen, dann wollte ich Eros Ramazzotti. Aber angesichts der Tatsache, dass alle Englisch singen, singe ich Deutsch. Marianne Rosenberg werde ich heute Abend. Kennst du sie? Ich kenne sie nicht, nein. Ich kenne sie nur von den diversen Videokassetten, wo ich ihre Bewegungen einstudiert habe, aber persönlich kenne ich sie nicht. Ja, wir sind unheimlich gespannt. Ja, wieder gehen. Ja, okay. Bis gleich. Ja. Meine Damen und Herren, Harpe Kerkeling, eben noch total normal. Jetzt haben wir unsere Showbühne. Thank you.
Ja. Als ich sah, wie du die Treppe runtergehst mit diesen Schuhen, habe ich gedacht... Die Hacke ist abgefallen. Ja, abgebrochen. Hast du dir wehgetan? Nee, ich habe mir nicht wehgetan. Nee. Aber das Verrückte ich war... Ich habe ein schönes, dickes Hinternpolster, was man mir extra drauf gemacht hat. Ich habe fast nichts gemerkt. Nee, das Verrückte war, in dem Moment, als die Schuhe aus waren, hattest du die, genau die gleiche Größe wieder, wie Marianne Rosenberg. Ja. Da hat es wieder gepasst. Kann jemand empfangen nehmen? Ja, so. Ja, jetzt Jury, bitte. Die Kritik. Ich weiß nicht, ob das so wirklich viel mit Marianne Rosenberg zu tun hatte, aber etwas muss ich sagen, du hast so etwas Mütterliches. Ich danke dir, Marianne. Und man möchte sich, oder ich möchte mich, wenn ich dich da jetzt so gesehen habe, nicht wie du jetzt dastehst, wie du vorher warst, so ganz weiblich, mütterlich, möchte ich mich an deinen weiblichen, mütterlichen Busen legen. Komm, Kind. Mary? Ich finde es toll, dass du das als Busen erkannt hast. Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, das wäre eine Kindstütze. Aber dieses Kleid ist einmalig. Ich habe sowas mal auf einem Zeltplatz gesehen. Es ist toll, was man aus so Campingzelten alles machen kann. Aber du siehst wirklich großartig. Also wirklich eine tanzende Tonne. Ich habe nur auf eine Seite. Mein lieber Happe, Respekt. Textlich anspruchsvoll, Musik noch nie da gewesen. Und auch ganz privat muss ich dir sagen, du bist mir noch nie so schlank vorgekommen. Wie machst du das? Danke. Okay, Harpe, du kannst ja auch Platz nehmen, denn ja, jetzt müssen unsere drei Geschworenen entscheiden, wer Sieger des heutigen Abends wird. Es ist an euch.